Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir zurecht und einem weiteren Teil von Dishonored und einem Let's Play dazu. Und wir haben gerade mit dem Typen da geredet, mit dem Outsider, so hieß der, ich kam jetzt nicht mehr auf den Namen drauf, und haben ja unsere Fähigkeiten bekommen. Und hier, schau mal, ein schöner Sonnenuntergang. Gehen wir mal hier raus und schauen uns das mal an. Sieht, wie ich ja schon öfters bemerkt habe, schon sehr stimmig alles aus. Ja, sieht wirklich fein aus. So, wir müssen irgendwo hin. Ich habe übrigens mal diese Marker dann doch wieder angemacht. Auch wenn ich persönlich das nicht gerne habe. Aber ich sag mal so, in einem Let's Play ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, damit ich nicht allzu lange irgendwie immer rumsuche. Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Also die Sprachausgabe ist wirklich gut. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Ja, Campbell zu töten wäre natürlich für mich ziemlich zufriedenstellend. Campbell hat einen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, machen wir das mal. Hier zu haben. So, müssen wir wieder zu den Fischer zurück. Wer ist hier? Corvo. Hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Oh, jetzt mal nicht so geheimnisvoll hier. Du Luder. Geht schon klar. Schauen wir uns mal an, was wir da machen können. Boah, das blendet ja hier. Eines der wenigen Spiele, wo die Sonne mal wirklich blendet. Mann, das tut ja in den Augen weh. So, Sam. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Na, ich habe nicht so viel Gold. Ich empfehle nur, mit der besten Ausrüstung aufzubrechen. Naja, bla bla. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Sicher, ich bin immer bereit. Bereit für alle Schandtaten. So, setz mal die Maske auf. Die sieht so klein aus. So, Destillierbezirk, da gehen wir rein. Wir spielen, wie gesagt, immer noch auf sehr schwer. So, sind jetzt im Destillier... oder ne, Destillerie-Beziehung. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Eine Lumpengräfin. Na, jetzt schon verrückt an. Liegt ganz bei Ihnen. Ist da ein Rattensnack? Nom nom nom. Ich hoffe, das war nicht für dich. So, überwinde die erste Lichtwand. Nutze die Dopp. Was für ein Ding? So, wir laufen einfach mal ein bisschen hier rum. Da müssen wir... Ja, ich finde es ja schon lame eigentlich mit diesem... Oh, ich glaube, fängt schon richtig an hier.
Anscheinend ja. So, ich will mal hier ein bisschen was gucken, ja. Wir haben zum Beispiel ja unsere Macht-Nachtsicht. So, da haben wir zum Beispiel hier schon den einen, der hier irgendwo hinguckt. Kostet mich die Nachtsicht gar nichts? Kostet gar kein Mana, ist ja ganz schön lame. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Jetzt werft ihr doch keine Leben runter. Die sind doch behindert. So, dann wollen wir den mal erstmal ausschalten. Oder halt betäuben erstmal. Eins, zwei, drei, hoch. So, das hat, der sieht aber nicht sehr gesund aus. Eine untere Wache. Anscheinend ist so eine Wache selber schon verseucht. So, wird er nicht auffallen, wenn wir den hier auch einfach reinwerfen. So, die, denke ich mal, werden uns nicht bemerken. Wo rennt der denn hin? Ah doch, wenn ich es einsetze, dann kostet es auch ganz schön Mana sogar. Und es regeneriert auch nicht weiter, okay. Das ist natürlich böse. Muss man schon ein bisschen aufpassen in dem Spiel. Ich schaue mir erstmal ein bisschen was hier an. Zum Beispiel hier. Achtung, Bürger von Dunwall. John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehr. Ah, das war nur eine Münze. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich gar nicht. Dass ich gar nicht gesucht bin im Moment, ne? Wie kann man denn Waffen wegstecken? Das sieht irgendwie ein bisschen gefährlich doch aus. Kann man das überhaupt? Ich schaue einmal kurz nach. Weil ich bin ja eigentlich gar nicht jetzt so der Gesuchte schlechthin, nicht wahr? Nee, gibt aber keinen Befehl dafür. Naja, ich habe gespeichert. Schauen wir einfach mal. Ich laufe einfach mal ein bisschen rum. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass... So, hier ist die Lichtwand. Und schauen wir mal. Deaktiviere sie, indem du den Walöl-Tank entfernst. Klettere auf die Kisten rechts und wähle den Weg über das Dach. Finde einen anderen Weg. Oder übernimm die Beherrschung, die Kontrolle... Ach, übernimm mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte. Okay, ist natürlich schon ein bisschen lame, dass so viel... Und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens... Okay, anscheinend sind wir doch nicht so toll. Die Ordnung immer und überall... Er schaut noch in unsere Richtung. Wir sind Oberaufseher Campbell... die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. So, der macht ja nichts mit uns. Ja, wir können ein bisschen hier rumgehen. Das Ding Beherrschung haben wir noch nicht. Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Was macht sie denn da? Hier spricht der Lordregent. Gehen wir mal hoch. Wir sollten ja auch eigentlich zu irgendeiner Lumpenkönigin oder so, ne? Ich schau mal, wer das hier ist. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Ah, das ist sie ja. Okay. Das kam unerwartet. Santa's Food. Das sieht irgendwie aus wie eine Falle. Wo ist denn hin? Na, oben geht's nicht. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon. Oh, jetzt sind wir nach unten. So, dann reden wir mal mit der Lumpengräfin. Oh je. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein.
Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Vielleicht. Ich fürchte die kleinen... So, was haben wir denn noch? Wir haben ja auch auf jeden Fall noch unsere Pistole hier. So, falls irgendwas schief geht. Mach auf, Großmutter! Ich werde sicher. Schau dir das an! Wer so aussieht, hat auf der Bottle Street nichts verloren. Die sehen aus wie Schläger. Das muss teuer sein. Vielleicht schenke ich sie meiner Freundin. Komm mal jemand hier! Wow! Was war das bitte? Er hat Feuer gespuckt. Oh, wo bin ich denn hier? Aber ich habe ja gespeichert. Anscheinend hat er... ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was er genau gemacht hat. Schnell speichern. So, das war natürlich wirklich sehr unerwartet. Ich muss ja noch nicht unbedingt aufmachen, schauen wir mal, was hier ist. Mana noch, Kriegsmedaille, die geben, es gibt nur wieder Gold. So, diesmal sind wir aber, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Schau dir das an! Wer so? So. Werf dich in den Fluss! Hilf mir mal jemand! So. Das hat funktioniert. So, die haben natürlich auch ein bisschen Beute. Na, wir haben wenigstens nur eine Patrone. Oh, guck mal, hier haben wir einen Betäubungsbolzen. Sehr schön. Habe ich gar nicht gesehen. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Ja. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Oh. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Ja, cool. So, rüste das Herz aus. Wo ist mein Herz? Das Herz. Oh Gott, was ist denn hier alles los? Also über mir ist was. Dann sind hier Ratten, die... So. Da ist eine Rune. Boah, geht ja ganz schnapp hier alles. Artefakte. So, hier soll irgendwas sein. So, hier haben wir eine Rune. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, auch immer, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Sie hat's drauf. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Slackjaw töten? Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Ach. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Na sowas. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste. Und das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Das werden wir uns mal überlegen. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Hm.
Okay. Die ist echt nicht ganz in Ordnung im Kopf. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. So. War ja noch irgendetwas in der Nähe. Unser Herz sagt, da ist noch eine Rune irgendwo. Aber da kommen wir jetzt auch nicht nach. Ich habe auch ehrlich gesagt, will ich da auch jetzt nicht wie so ein Irrer die ganze Zeit herhechten. Das finde ich eigentlich ein bisschen zu blöd. Gut, nehmen wir mal teleportieren. So, wir haben auch nicht mehr so viel HP, ne? Wir schauen einmal kurz jetzt die Ziele, da können wir jetzt doch bestimmt auch genau uns hier mal was anschauen, was wir machen. Zielmarkierungen, finde Emily, verschone, Verehrer. Okay, also alles nacheinander können wir das hier machen. Da ist Dr. Gavanis Büro, da ist die Lichtwand. Wir gehen mal hier unten lang. Einmal wieder speichern. Und dann werden wir jetzt hier einfach mal weitergehen. Obwohl ich würde sagen, wir haben jetzt hier eigentlich einen ganz guten Punkt wieder erreicht. Wo wir dann eine kurze Pause wieder machen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann also entweder hier zu dem Labor begeben, die Lichtwand. Auf jeden Fall werden wir einige Kämpfe bestreiten, ein paar Tote hinterlassen und ein paar Runen finden. Also bis dann und ciao, ciao.